Ja, ich meine, wir haben schon ein Schutzschild, aber ich glaube, dieses Tor ist nicht umsonst da. Komm schon. Ja, was ist das denn hier? Na, mal schauen. Ja, wie geil! Ah, ich glaube, das bedeutet... Huch. Also, wir haben zumindest 2 von 3 großen Diamanten. Ich glaube, den dritten, den hatten wir noch nicht gefunden. Der war einmal da, der gespawnt hat. Ich glaube, das war der einzige. Ja, kann sein. Also, ich hoffe, dass wir den dritten dann auch noch kriegen. Das wäre natürlich richtig ultimativ für das letzte Level. Ja. Wäre natürlich schon geil, wenn wir das hier wirklich zu 100% abschließen könnten. Alter, wie ich das unbeschadet überstanden habe. Ah, dafür begehe ich die Dummheit, da einfach mal zu failen. Egal. Huch. Ja, das war irgendwie klar. Aber die gute Gianna, die ist auch da ein ganz bisschen träge. Ich meine, wie ist denn das... Ach, da hatten wir gespeichert. Wie ist denn das bei euch, wenn ihr so durch die Luft am Wirbeln seid? Reagiert ihr dann auch so träge, wenn ihr mal nach rechts und links wollt? Ist das nicht irgendwie ein bisschen nachteilhaft? Naja. Ich schweige jetzt mal besser verschämt. So, ist natürlich wieder richtig geil hier mit den Speicherpunkten. Pipapo, ich wiederhole mich zwar, aber ich bleibe dieser Meinung. Okay, da denke ich mal, können wir dann doch besser mit unserem Feuerball rüber. Ich denke, genauso war es auch letztendlich gedacht. Hier haben wir eine Plattform, die aktiviert werden muss, um noch tiefer zu kommen. Und immerhin haben wir einen Speicherpunkt. Und hier kommen wir hoch. Jawohl. Sehr schön. Okay, dann aktivieren wir das Ding mal und damit die Plattform. Einmal hier runter und wieder hier rauf und auf die Plattform. So, ich sehe es ja schon kommen. Hier werden gleich ganz schlimme Dinge passieren. Okay, oder auch nicht. Da sind auf jeden Fall Diamanten da nicht. Das heißt, wir gehen natürlich... Was? Ach so. Hm, ja. Ich möchte trotzdem hier hin. Hallo? Na, das war natürlich wieder klar. Irgendwas. Huch, da sind ja Gegner. Shit, hätte ich fast übersehen. Irgendwas ist ja natürlich. Was? Wie habe ich die denn jetzt bekommen? Ach so, ich glaube fast, ich weiß wie. So, sehr schön. Okay, geht es jetzt da runter? Ich glaube ja fast ja. Okay, da kommen nur die Gegner raus. Scheinen auch irgendwie immer mehr zu werden. Hier gibt es auch nichts. Ich glaube nicht, dass diese Steine zerbrechlich sind. Okay, dann folgen wir mal den Eulen. Wir kommen zum Endgegner. Haben wir denn jetzt alle großen... Huch. Alle großen Diamanten gesammelt? Ich weiß es nicht. Ist ja jetzt auch egal. Ich meine, immerhin ruft uns Gurgle Wocky, der was? Unairophagus Rex, wer das übersetzen kann. Herzlichen Glückwunsch, schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Ich habe nämlich keine Ahnung, was das heißen soll. Egal. Oh Gott. Na, herzlichen Glückwunsch. Hallöchen, mein Lieber. Kennen wir uns noch aus Folge 1? Ja, siehst genauso scheiße aus wie damals. Ach du Scheiße. Ich fürchte ja fast, dass wir hier einfach flüchten müssen. Ah! Okay, so schon mal nicht. Alter! Okay, also, wir müssen flüchten. Habe ich das bereits einmal erwähnt? Ach Mensch, lass mich doch in Ruhe.
Boah, okay, wir müssen definitiv sehr viel schneller sein. Aber das Buch, okay, dass ich das jetzt überlebt hätte, wundert mich. Aber zumindest, glaube ich, waren wir hier schon mal auf dem richtigen Weg. Immerhin haben wir hier alles kaputt geschossen, was es so zum Kaputtschießen gab. Okay, einmal hier rüber und hier lang. Okay, die ganzen Diamanten, die stören mich jetzt erstmal nicht, außer wir finden einen großen... Huch! Ach so, wir müssen hier runter. Okay. Was ist das? Hä? Was ist das? Oh Gott. Okay, mal gucken. Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Aua. Ah ja, okay, ein ultimativer Feuerballregen. So, mein Freund, was machst denn du jetzt, außer diesen Regen? Wartest du ein bisschen ab? Eieieiei. Komm, zeig mir deine schwache Seite, mein Freund. Ja, Poser, alter Poser. Grins. Ja, du guckst ganz schön doof, wenn ich das mal... Was? Hat er da einen Gallenstein rausgelächelt oder wie? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber, also ich finde, er sieht eigentlich ja ganz nett aus, wenn er nicht so ein Arschloch wäre. Ja, da kannst du auch mit deinem Schwanz wackeln, so viel du möchtest. Du siehst trotzdem irgendwie scheiße aus. So, ich bleib jetzt hier einfach mal oben. Und hoffe... Huch. Ja. Hoffe, dass mich hier nichts trifft. Das hat auch sogar richtig gut geklappt, muss ich sagen. Ja, also, was passiert denn jetzt? Der wartet aber auch so lange. Gleich lächelt er wieder seinen komischen Feuerball aus dem Hut. Ja, also wenn ich gähne, sieht das auch immer so aus, muss ich ja ehrlich sagen. Oh, der ist sogar uns verfolgend. Was müssen wir denn jetzt machen? Vor allen Dingen, der verfolgt uns ja die ganze Zeit. Oh Mann, das kann ja richtig, richtig, richtig lustig werden. Ich bin quasi hellauf begeistert. So, warten wir mal einfach ab hier. Ja, ist nicht besonders spannend, vor allen Dingen, wenn er natürlich... Oh, macht er große Augen! Oh, macht er seinen scheiß Feuerregen? Er ist irgendwie viel doofer. Aber okay, das haben wir noch ganz gut hinbekommen. Okay, also ich glaube mittlerweile, dass wir irgendwas mit diesem Feuerball machen müssen, den er auskotzt. Aber bitte fragt mich nicht was. Ich habe absolut keine Ahnung. So, vielleicht ihn hier irgendwie auf den Kopf fallen lassen. Ja, 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 ja. Oder auch nicht. Scheiße. Der ist auch nicht doof, dieser Feuerball. Tja, ich bin ein bisschen ratlos. Ja, natürlich. Alter, lass mich doch in Ruhe. Aua, das tut doch weh. Alter, lass mich in Ruhe. Also ich habe im Moment noch keine richtige Strategie. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass wir irgendwas mit dem Feuerball machen müssen. Aber er will ihn auch nicht verschlucken, wenn der Feuerball an seiner Schnauze vorbeifliegt. Was anderes macht er auch nicht groß.
Ich meine, ja, er spuckt so noch Feuer und er wackelt mit dem Schwanz. Das könnte höchstens sein, dass... Ja, dass wir vielleicht diesen Feuerball, den er aushustet, irgendwie... Das klingt jetzt vielleicht richtig scheiße, aber mit seinem Schwanz kombinieren müssen. Das heißt, dass der Ball vielleicht... Genau, da unten langfliegen muss, während der mit seinem Fäudel da unten rummacht. Ich frage mich aber dann, was das für Auswirkungen haben wird. Ja. Mann, du bist so cool, Alter. Ich kann keine so eine Riesenpopel auslächeln. So, okay. Da kommen die Feuerdinger. Mann, jetzt stell dich doch mal nicht so an hier. Ach ja. Alter. Uah. Dann kommt er da mit seinem scheiß Feuer an, dem man auch gar nicht so wirklich ausweichen kann. Was willst du eigentlich von mir, Mann? Willst du mich fressen, ey? Dafür verschwendest du so viel Energie mit Feuerbällen und mit weiß ich nicht was und überhaupt mit Bewegung? Das ist doch total verschwendet, Junge. Sieh's doch ein. Ja, wink, wink, ja. Ich zeig dir auch gleich mal einen Finger. Was hast du denn jetzt schon wieder für eine Attacke hier? Ach so, okay, da darf man wahrscheinlich nicht auf der Erde erstmal bleiben. Ich hoffe, das bleibt nicht allzu lange, dieser Zustand. Denn sonst wird's richtig scheiße. Ach nee, okay. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, gemeingefährlich. So, gut, dann... Alter, also manchmal ist dieser scheiß Feuerball völlig unkontrollierbar. Und natürlich genau in solchen Situationen, wo man es echt überhaupt nicht gebrauchen kann. Ja, mach doch. Ich hoffe nur, du machst es nicht ewig. Weil das wäre irgendwie ein bisschen scheiße. Ach, jetzt ist der Feuerball auch weg. So, können wir denn jetzt irgendwas mal mit dir machen? Das kann doch wohl nicht angehen. Es ist auch schon richtig gefährlich. Ich habe kein Schild mehr. Ich habe ihn noch nicht einmal getroffen. Ich habe wirklich überhaupt keinen Plan, was wir hier machen müssen. Kann ich dir denn nicht einfach auf irgendwas draufspringen, Junge? Hm. Er macht halt irgendwelche Attacken und ja, echt kein Plan. Ja. Puh, ja, also ich bin echt ratlos, muss ich sagen. Und ich bin auch gewillt, mittlerweile ganz kurz die Aufnahme zu beenden. Weil ich einfach überhaupt keine Idee habe, was man hier machen muss. Deshalb denke ich mal, ja, nach diesem Mal failen, was auch hundertprozentig der Fall sein wird, naja, abgesehen ganz davon, ja, werde ich, wie gesagt, mal dann eben die Aufnahme beenden. Ich möchte euch das jetzt doch nicht irgendwie eine halbe Stunde lang antun, weil wir kommen hier jetzt auch gerade überhaupt nicht weiter und ich habe wirklich überhaupt keinen Anhaltspunkt. Ich meine, ja, ich kann hier ganz viele Sachen machen. Ja, ne? Ach, ja, huch. Ach, das war das. Ah ja, okay. Ach, lächel, lächel, irgendwas, spuck, spuck.
So. Mein Freund, jetzt mach doch mal irgendwas mit diesem scheiß Teil, ey. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der hat hier nur Attacken drauf und scheinbar überhaupt keine Schwächen. Na, Gnarf. Tja, echt überhaupt keine Ahnung. Es fällt mir gerade wirklich schwer, hier irgendeine Strategie mir zu ersinnen, weil man hier eigentlich ja auch nur den Attacken am Ausweichen ist. Ja, tschüss. Okay. Räusper. Ja, also wie gesagt, ich werde jetzt einmal ganz kurz die Aufnahme beenden müssen, weil ich echt keine Idee habe. Wir sehen uns also dann gleich wieder. Tschüss!